Wen wundert's? Jelena Witrychenko. Aber vielleicht hat ja jetzt die deutsche Teilnehmerin eine Chance, ins Finale zu kommen, ins Winnersfinale. Editha Schaufler aus Bochum. In allen vier Finals ist sie dabei, konnte sich gestern qualifizieren. Sie, die amtierende deutsche Mehrkampfmeisterin und auch deutsche Meisterin mit drei Handgeräten. Sehr rasante Musik, Sie kennen sie noch von der Fußball-Weltmeisterschaft im letzten Jahr in Frankreich. Ja, dass diese Pirouetten sie zählt ja mittlerweile zur Weltspitze. Bei den Weltmeisterschaften in Berlin belegte sie Rang 9, war damit sogar besser als Magdalena Pszczeska und gilt auch als Magdas legitime Nachfolgerin. Die deutsche Meisterin Editha Schaufler ist übrigens in Frunze in Kirgisien geboren, lebt aber schon seit vielen, vielen Jahren in Bochum und trainiert bei der Bundestrainerin Livia Medilanski. Ja, bekanntlich für den deutschen Mannschaftsmeister TV Wattenscheid startet. Wallis mit ihrer... Ja, doch, sehr perfekt. 9,916, da hat sie ganz knapp das Winnersfinale verpasst. Aber Sie sehen, die Wertung, die ist alle Ehren wert. Knapp unter der 10,0.